So, herzlich willkommen, ihr GTA-Mutter. Ich habe einen ganz besonderen Pack euch mal zusammengestellt. Jeder kennt eventuell den San Andreas 08 Mod. Ich habe einen super neuen Mod zusammengestellt mit neuen Effekten, ENB-Grafik-Mod, Cleo-Mods. Ja, ich hoffe, der wird euch gefallen. Ihr ladet euch den Mod einfach mal runter. Das sind natürlich wieder mal gepackte WinRAR-Dateien, also ladet euch WinRAR runter, dann habt ihr diese Sachen, entpackt das mit der rechten Maustaste. Und dann haben wir den hier entpackt. So, alle Leute, die die Version 2.0 haben von GTA San Andreas, zum Beispiel diese Kaufhausversion mit den drei GTA-Teilen, die müssen erstmal downgraden. Erstmal hier die EU-Version probieren, ob die funktioniert. Wenn diese Version nicht erkannt wird, eure GTA-Version, dann nehmt ihr einfach den anderen Downgrader. Ja, hier auch wieder gleiche Version. Wir machen das mal kurz. Next, bla bla bla, sagt er uns. Und hier müsst ihr dann euer San Andreas-Verzeichnis auswählen. Ich habe das unter Spiele, Ego-Spiele. Und Rockstar Games GTA San Andreas. So, San Andreas muss einfach nur da stehen und dann kriegt einfach nur OK und dann auf Next weiter. Ich habe das alles jetzt schon gedowngradet, da wird bei mir jetzt eine Fehlermeldung machen, bei euch natürlich nicht. So, ich gehe mal jetzt einfach auf Abbrechen. So, nachdem wir das alles gedowngradet haben, gehen wir einfach mal in unsere neuen Version rein. Dann sehen wir den San Andreas Ordner. So, den machen wir jetzt mal ein bisschen zur Seite. So, dann gehen wir dahin, wo wir unser Spiel installiert haben. Rockstar Games, San Andreas. Hier ist der San Andreas Ordner. Hier ist nochmal euer San Andreas Mod. Öffnet also den San Andreas Ordner und alle Dateien, die schiebt ihr jetzt in euren installierten San Andreas Ordner. So, hier rein. So, rechte Maustaste festhalten, runterziehen. Und auf Kopieren, rechte Maustaste wieder auf Einfügen und dann hier unten auf Ja, alle überschreiben anklicken, weil dann braucht ihr nicht alle Daten einzeln zu überschreiben. So, der überschreibt jetzt ganz einfach alles. So, ich mache das mal klein. So, ich habe dann noch ein paar Cleo-Mods installiert. Dabei habe ich hier eine kleine Info noch dazu geschrieben, was ihr alles machen müsst. Ja, Adventure Car Control ist natürlich auch installiert. Da könnt ihr dann die Türen aufzumachen. Ja, liest euch das alles mal schön durch und testet dann den Mod einfach mal aus. Ich biete euch den Mod in zwei unterschiedlichen Versionen an. Einmal die Full-Version, ja, die hat dann unter Models noch die große IMG-Datei. Da sind dann neue Waffen, neue Autos, neue Flugzeuge installiert. Und dann habe ich für euch noch die kleine Version, die Small-Version. Da sind dann nur Effekte installiert, neue Raucheffekte, neue Explosionen. Das ist halt die kleine Version, falls ihr andere Fahrzeuge installieren möchtet, dann installiert einfach nur die kleine Version. Und wenn die große, dann einfach, wie gesagt, die ganzen Daten von den großen rüberschieben. So, nach der Installation, wenn wir das alles rübergeschoben haben, wenn wir zum Beispiel den ENB-Mod, die Grafik einstellen wollen, dann müssen wir hier diese ENB-Series anklicken, einfach mal aufmachen. So, unter Effekte können wir die Effekte an- oder ausschalten. Die 0 ist zum Beispiel aus und die 1 ist an. Momentan sind viele Effekte einfach ausgeschalten, weil ich daran gedacht habe, dass viele ja nicht so viel so guten Rechner haben und das dann anfängt zu ruckeln. Ihr könnt natürlich auch die ganzen Effekte reinknallen, indem ihr einfach eine 1 daraus macht. Ja. Input, das sind die einzelnen Tasten, brauchen wir nicht. Reflexionen, viele von euch wollen ein bisschen mehr Reflexion bei den Autos haben.
geht einfach unter Reflexion, Reflexion Power und macht dann einfach zum Beispiel eine 20. Chrome Power, das ist der Weißanteil, wenn ihr zum Beispiel Schatten und Reflexionen auf den Autos habt, ist das der Weißanteil. Macht den nicht zu hoch, weil sonst sieht das aus wie Chrom und ja, das verfälscht dann einfach den Spiegeleffekt. So, dann gibt es natürlich noch Qualitätsstufen, zum Beispiel hier Blumenqualität. Da könnt ihr dann nicht 99 machen oder so. Es gibt drei Qualitätsstufen, entweder die 0 für sehr gut, die 1 für gut und die 2 für nicht mehr so gut. Ja, dann gibt es dann noch die Qualitätsstufe 3, aber die ist, könnt ihr vergessen. Dann braucht ihr den EMB auch gar nicht anmachen, ist ja keine Verbesserung dann. So, was haben wir denn noch an wichtigen Daten hier? Ja, zum Beispiel hier, viele wollen natürlich das nicht so hell haben. Wenn die irgendwo in den Wolken reinschauen oder so, dann ist alles nur noch eine weiße Fläche. Macht einfach aus der 0, die ja standardmäßig ist, entweder eine 1 für etwas dunkler oder eine 2 für noch dunkler. Wir könnten natürlich auch die 3 machen. Ja, ich nehme natürlich die 2, weil ein bisschen heller soll es schon sein. Ihr könnt die ganzen Effekte auch natürlich einzeln einstellen, aber das machen wir ja in dem zweiten Teil von meinem EMB Mod Tutorial. Gut, gehen wir hier erstmal raus, speichern. Und das war es auch schon. So, dann haben wir hier noch den Camshack. Wenn ihr Kameraeinstellungen ändern wollt im Spiel, müsst ihr den erstmal anmachen. So, und hier haben wir Display Mode. Hier könnt ihr noch einstellen, was das für ein Anzeige, also für ein Tachometer sein soll. Ob analog, digital, analog und digital, full digital. Gut, sucht euch hier einfach einen schönen raus, der euch gefällt. Hier könnt ihr noch Kilometer, Knoten einstellen für Schiffe, Meilen pro Stunde. Gut, das lassen wir mal alles so. Und dann braucht ihr einfach nur euer San Andreas starten. Wenn wir im San Andreas drin sind, fällt uns direkt mal auf, dass sich die Grafik wesentlich verbessert hat. Wir haben zum Beispiel Reflexionen auf den Autos, Bordsteine. Ihr habt jetzt zwei unterschiedliche Waffen, einmal mit der linken Maustaste feuern und mit der Tastatur die Strong-Taste. Ihr könnt natürlich auch die Space-Taste festhalten und dann die Strong-Taste oder, ne, weil ihr habt auch unterschiedliche Effekte. Testet das einfach mal aus. Und wie gesagt, draufhalten auf den Feuertasten und ihr könnt die Raketen und den Raketenflug beobachten. Ich mach mal mit den EMB mal kurz aus. Shift und F12. So, und H, Wechselstaste, dann sehen wir den Master-Spark-Effekt. Ja, mit den Adventured Car Control, da könnt ihr ja dann die einzelnen Tasten mal herausfinden aus der Textdatei, euch ein bisschen einkriegen. Und dann könnt ihr natürlich auch die Türen auf und zu machen, Kofferraum, Motorhaube. Und ihr habt sogar einen Autonavigator. Dazu einfach die Map öffnen. Mit der rechten Maustaste macht ihr euch einen Punkt auf der Straße. Er sollte nicht zu weit weg sein. Und mit der Taste Z könnt ihr dann den Autonavigator aktivieren. Eine sehr feine Sache, wenn man zu faul ist, selbst zu lenken. Ja, viel Spaß mit dem neuen San Andreas 2012 Mod.